Grüß Gott, meine lieben Freunde, und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Wir haben letztes Mal gelernt, wie wir aus einer Datei unsere Level auslesen können. Und heute schauen wir uns mal an, wie wir etwas Leben in unser Programm bringen können. Also, wir wollen heute bewerkstelligen, dass wir einen Spieler sozusagen erstellen können und den auf dem Feld herumbewegen können. Gut. Dazu erstellen wir mal eine neue Klasse. Dazu gehen wir hier auf dieses Projekt, rechte Maustaste, hinzufügen und Klasse. Dann sehen wir hier schon, wir wählen einfach die Standardauswahl Klasse aus und erstellen unsere Klasse Entity. Ich muss nur schauen, ob ich es richtig geschrieben habe, Entity, ja, das sollte stimmen, gut. Dann haben wir hier unsere Klasse Entity. Für den Anfang wird diese Entity-Klasse drei Variablen besitzen. Es wäre erst der Int-Type, also der Typ dieser Entity. Das bedeutet, momentan haben wir so zum Beispiel 0 ist gar nichts, 1 ist Wand. Das sind aber keine Entities, das sind ganz einfach Blöcke. Für das werden wir dann später noch eine Klasse erstellen. Aber momentan sagen wir mal, das ist zum Beispiel, also bei 2 ist zum Beispiel dann ein Spieler oder bei 3 wird ein Monster sein oder dann die verschiedenen Monster-IDs eben von 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Gut. Wir brauchen dann noch eine int pos x und int pos y. Das sind die Positionen. Also die Position eigentlich, die X- und Y-Koordinate. Gut. Wir müssen jetzt mal, wie schon gesagt, wollen wir dann später einen Spieler konstruieren. Und dazu, das machen wir gleich, wo machen wir das? Wir machen das zum Beispiel da nach dem Rendern oder eigentlich vor dem Rendern, also beim Erstellen des, eigentlich vor dem Erstellen des Arrays schon. Das heißt, wir sagen einfach schon da, gleich am Anfang, machen wir uns einen Entity Player, ist gleich New Entity. Und dann wird uns schon auffallen, ich weiß nicht, ob wir einen Fehler bekommen. Nein, bekommen wir nicht, aber wir haben noch keine Konstrukte, also das würde momentan noch gar nichts tun. Ja, dazu legen wir mal einen Konstruktor fest. Das machen wir so. Public Entity, also einfach, wir schreiben Public und dann den Klassennamen und dann die Parameter, was dieser Konstruktor erfordert. Das ist in unserem Fall int type, int pos x und int pos y. Ja, jetzt sehen wir schon, dass wir hier in der Programm.cs einen Fehler bekommen, weil es keinen Konstruktor gibt, der 0 Argumente akzeptiert. Ich mache jetzt einfach mal einen Konstruktor mit 0,0,0, um ihn zu beruhigen. So, und jetzt können wir da einfach this.type ist gleich type, this.posx ist gleich posx, this.posy ist gleich posy. Warum schreiben wir this Punkt? Die Variablen, was wir im Konstruktor übergeben, heißen gleich wie die Variablen, was es in dieser Klasse schon gibt, also type posx posy. Damit wir jetzt Konflikte verhindern, weil wenn wir machen type ist gleich type, dann haben wir das gleich zugewiesen und das sagt Zuweisung zur gleichen Variable, ist ja logisch, weil wir weisen dieses Type hier, also was in diesem Kontext gültig ist, in dieses selbe Type wieder zu. Das bedeutet, wir müssen jetzt ihm sagen, ich meine nicht dieses Type in dem aktuellen Kontext, sondern ich meine das höher gestellte Type, das was in der Klasse existiert. Dazu schreiben wir eben this.type ist gleich Type. Gut. Ich mache die Variablen noch private, einfach so zur Sicherheit. Obwohl eigentlich noch nicht,
Noch machen wir sie nicht private. Wir machen sie jetzt nachher private. Wir haben jetzt, wenn wir hier mal einen oder hier einen Breakpoint setzen und das dann ausführen, dann stoppt er hier und wir können uns die ganzen Variablen ansehen. Da können wir dann im Player schauen. Das ist eine Variable des Typs Entity und enthält diese drei Variablen alle auf 0 gesetzt, weil wir sie da auf 0 gesetzt haben. Gut, das ist schon mal gut, das funktioniert. Und jetzt sagen wir zum Beispiel die ID 2 ist ein Spieler. Ja, das ist in diesem oder ein Mensch, sagen wir mal. Mensch. Das ist in diesem Fall einfach die ID Nummer 2. Ja, wenn wir das jetzt ausführen, passiert logischerweise noch gar nichts. Aber das können wir jetzt ändern. Nämlich in unserer Render-Methode, da unten, oder eigentlich unserer Render-Prozedur. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das Ganze beim Level einlesen. Das heißt, direkt in den Field Array schreiben wir schon rein an irgendeine Position, also in diesem Fall wäre es 0,0, also die Position, die wir da übergeben, schreiben wir dann einfach rein einen Zweier, das bedeutet, dass da ein Mensch steht. Oder wir machen es erst bei unserer Render-Prozedur, also wirklich da unten, wo dieser Field Array einfach gezeichnet wird. Momentan denkt man wahrscheinlich, dass die erste Methode, also direkt in den Array schreiben, die effizientere ist. Und das mag auch sein, aber wenn wir später dann Game Loops machen, also dass das immer wieder gerendert wird und nicht nur einmal, dann werden wir drauf kommen, dass das Ganze uns dann nichts mehr bringt. Und wir müssen das eigentlich unten machen. Gut. Das heißt, wir schreiben jetzt da Case. Da können wir nicht Case 2 schreiben, weil wir switchen ja den Field XY. Da müssten wir dann nach jedem Durchgang durch alle Entities, die es bis jetzt gibt, durchlaufen und schauen, sind die Variablen gleich. Das machen wir, indem wir hier eine List erstellen mit Entities. Und in diese Entity List können wir jetzt Entities reinspeichern. Ungefähr so. Gut. Und jetzt können wir da for oder wir können eigentlich gleich eine for each machen. Entity E in Entity List. Also für jedes Lebewesen sozusagen in dieser Liste. If E. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Ich habe es vorher eigentlich schon gesagt, aber ich war zu blöd, um es zu merken. Also wir müssen diese Variablen in der Public machen, sonst können wir von außen logischerweise nicht darauf zugreifen. Punkt post x ist gleich x und e. post y ist gleich y. Console.write. Was machen wir als Menschen? Zum Beispiel ein M. Gut, theoretisch, wenn wir das jetzt ausführen, ja, wird an der Position 0,0 eine Entity gespeichert. Nur sollten wir das nicht dahinter machen, weil wir sehen schon, es wird zuerst das vom Field gerendert, also diese Raute, und dann danach erst das M. Das können wir folgendermaßen ändern, indem wir es einfach davor machen und, gute Frage, wie lösen wir das? So, ich bin wieder zurück
und man merkt, dass ich mich hier kaum vorbereite. Ja, ich bin jetzt auf einem weitaus besseren Weg drauf gekommen, das Ganze zu managen. Nämlich, wir schauen einfach vor dieser ganzen Rendering-Sache, schauen wir durch den Array und tun in das Feld reinschreiben, dass das eben e.type ist. Ja, komplette geistige Verwirrung vor der Win. Gut, aber wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, dass hier an dieser Stelle 00, wir sehen es jetzt nicht da oben, 00, das Ding gerendert wird. Gut, das war's eigentlich auch schon zu den Grundlagen der Entities. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, wie wir diese Entity jetzt herumbewegen können, weil momentan passiert noch gar nichts. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiedersehen.